Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Schrauber-Channel. Am Ende des Videos habe ich noch ein paar kleine Updates für euch. Aber jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Alex. Hi, ich bin Alexander. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich so erlebe und vor allem euch ein paar Tipps und Tricks für die Fotografie und Videografie zeigen und euch einfach ein bisschen unterhalten. Heute sind wir bei Dominik und sollen ihm helfen, ein bisschen was für seinen Kanal zu filmen. Und zwar, was machst du heute? Heute prüfen wir, wo ist er dann? Heute prüfen wir eine Einspritzpumpe für einen MB-Truck. Für einen MB-Truck, und das ist gut für nichts, oder? Das ist der Vorgänger von Pumpe-Düse-Einheiten und ist Dolle für Dolle, dass der Dieselmotor seinen Sprit kriegt. Und das auch in richtiger Menge. Sehr interessant. Obwohl, ich habe noch eine lustige Story. Und zwar, mein Opa, ja, wenn wir mal hier gucken. Ja, das ist eine Rettverlängerung. Und mein Opa hat mich verdächtigt, ich hätte seine kurze, ne, die ist ungefähr so lang, hätte ich geklaut, die hätte ich mitgeholt. Irgendwann habe ich dann am Prüfstand gestanden und gucke so auf die Druckluftuhr und denke mir so, was ist denn das? War ich natürlich, ne? Die hängt da einfach immer noch. Läuft. Ob da mich verdächtige, ist gut. Alles klar. So, als kleiner Nebeneffekt. Ja, beziehungsweise Nebeninfo. Fun Fact, genau, als kleiner Fun Fact. Dominik klaut Germo Dinge. Sehr gern, vor allem in der Schule, der ist ja mein Klassekamerad. Ich kenn's aber alle nochmal zurück. Er gibt das Zeug tatsächlich nochmal zurück, das ist wirklich kein Scherz, aber er klaut auch alles und vor allem, er kann das perfekt. Also er kriegt's nie mit, wenn er was klaut. Von daher, ja, nicht schlecht. Und außerdem, sorry, dass ich ziemlich viel Saarländisch rede oder schwätze. Ich bin halt gebürtiger Saarländer, genauso wie der Herr. Weil. Der Herr H. Hi. Genau, der Herr H. Oh, und jetzt habe ich das auf Aufnahme gedrückt. Ja, ist klar. Neun Szenarien in der Gruppe, Alter. Und war verdächtig. Was? Jo! Also, Namen muss ich wahrscheinlich pixeln, aber ich wollte das jetzt mal kurz zeigen, und zwar wir haben eine Klasse grob. Allerdings muss man dazu sagen, dass hier jemand sehr viel auf Fleischkäse wegsteht. Schrauberregel: gut geschmiert ist fast montiert. Nee, sorry. Schrauberregel. Gut geschmiert ist halb montiert. Was man damit alles lernt. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich bei Alex bedanken, dass er mir geholfen hat, für das Video Vorhub einstellen bei der Einspritzpumpe zu drehen. Leider ist sein Kanal mittlerweile nicht mehr aktiv. Er wird mir aber bestimmt demnächst wieder helfen, irgendein Video zu drehen, gehe ich mal stark von aus. Ihr könnt übrigens gespannt sein, durch meine neue GoPro Hero 7 Black bin ich jetzt in der Lage, viel stabilere Videos mit viel besserer Auflösung und viel höherer Qualität zu drehen, und bin auch aktuell dran, eine Einspritzpumpe von René mit dem Spitznamen Steel Styler im Deutz Forum zu überholen. Anschließend habe ich noch eine Lukas CRV Verteiler Einspritzpumpe da, von denen ich ja leider noch kein ordentliches Video gemacht habe, bis auf diese Zeitrafferaufnahme, welche, glaube ich, das erste Video auf meinem Kanal ist. Das kommt danach. Bis dahin, euer Dominik.